Unser Vlog, 8 Tage, Tim Karrer, mein Co-Pilot, ich selber, Stefan Tabaschek, Pilot. Und das ist der 8. Wave-Tag von dieser Elektro-Rally 2018. Wir haben eine super Oase gefunden heute Abend. Ein paar hundert Meter hinter dem Bahnhof des Zug und wirklich mitten im Schilfin ist ganz gut. Und dann hört man manchmal noch Lachmöwen. Das gehört vielleicht auch noch im Laufe von diesem Blog. Und ausgesehen natürlich, wie wenn es würde immer heissen. Gestartet sind wir in St. Gallen, dann sind wir mit der Autobahn runter auf Wiel und nachher wieder darauf Richtung Toggenburg auf Wattwil. Und was ist dort passiert? In Wattwil sind wir zuerst zu einer Schule gegangen. Das war die Kantonsschule. Dort haben die Schüler wieder unsere Autos bewerten. Und anschliessend, vor dem Mittag, haben wir noch eine Lademöglichkeit gesucht und sind auf eine Ladestation gestossen in der Nähe vom Bahnhof. Und das war nicht nur irgendeine Ladestation, sondern auch eine besondere nachhaltige. Genau, eine Sunflower, das ist eine, die Sonnenblume heisst, das übersetzt, die sich so von selber aufmacht, so wie Blütenblätter von einer Blume. Und am Abend macht sie sich wieder zu und ist dann geschützt vor Wind und Wetter und so weiter. Und den ganzen Tag dreht sie sich nach der Sonne, fährt der Sonne immer nach, sodass eine optimale Energieausbeute ist. Und direkt neben der Ladestation, also ist natürlich ganz super, da haben wir wirklich Sonnenenergie können tanken. Und dann sind wir nochmal weitergegangen auf Wesen, ein Ort im Kanton St. Gallen, auch eine Energiestadt. Und dort haben wir wieder mit Kind geredet über Elektromobilität. Genau, zuerst wird natürlich wieder, wie wir es schon kennen, den Wettbewerb geben, wo es die Autos bewertet. Und nachher haben wir noch Zeit gehabt, um mit den Kindern noch eine kleine Spritztour zu machen. Die Kinder haben extrem Freude gehabt, Elektroautos und dessen Beschleunigung. Und anschließend ist es schon wieder weitergegangen. Aber da hast du so richtig Gas gegeben, an dem haben sie den Plausch gehabt. Also so, weißt du, so einen, wie sagt man dem, Gentleman-Start bei den Benziner, aber bei uns eigentlich nicht, das quietscht wieder mal, aber die Elektroautos, die gehen ab, die lassen jeden Porsche stehen. Also auch unser Renault so, bis etwa 60, nachher ist der fertig. Genau, so ist es. Also wir haben hier die Batterie nicht geschont, aber es hat sich gelohnt schlussendlich. Genau, man braucht dann natürlich auch einen Haufen Energie. Also normalerweise fährt man ja nicht so. Und dann sind wir nochmal über einen kleinen Pass, muss man sagen, Schindelegi und über einen auf Zug. Und den Zug haben wir nochmal auf dem Meerplatz. Jetzt in der Stadt haben wir ein bisschen mit der Bevölkerung können reden. Was hast du da so für Begegnungen gehabt, Tim? Diverse. Es sind auch junge Leute gekommen, die sich interessiert haben, wie man ein Elektromobil umbauen. Also sprich, wie du nicht ein normales Auto zu einem Elektroautomobil umbauen. Und zudem sind auch noch fremde Leute gekommen, die sich generell für Elektroautos interessiert haben, unter anderem auch zu unserem Auto, dem Renault Zoe. Und natürlich sind noch jenste von der Wave tätig, die auch noch ihre Autos präsentiert haben. Ja, also ein super Erlebnis und morgen ist jetzt schon dann der letzte Tag. Abend trifft man uns in der Umweltarena Spreitenbach. Der eine oder andere könnte ja noch kommen schauen. Macht's gut, danke.